Ein Regierungschef noch ohne Regierung. Enrico Letta von den Linksdemokraten will versuchen, eine Koalition zu schmieden zwischen seiner eigenen Partei, dem Zentrumsblock von Mario Monti und Berlusconis Konservativen. Nach 2 Monaten Stillstand gibt sich der designierte Regierungschef entschlossen. Das Warten konnte so nicht weitergehen. Daher habe ich mich der Verantwortung gestellt, auch wenn sie schwer auf meinen Schultern lastet. Ich möchte mein Amt mit Taten ausfüllen. Italien braucht jetzt Antworten. Und Richtung Brüssel? Haushaltsdisziplin und Sparen allein reicht nicht aus, sagt Letta. Er werde sich bei der EU für eine andere Wirtschaftspolitik einsetzen. Dabei ist Letta ein Pro-Europäer, muss aber die Italiener auf seine Seite bekommen und schnell eine große Koalition schmieden. Er ist ein ausgeglichener Mann mit gesundem Menschenverstand. Ich hoffe, dass er es schafft, eine neue Regierung zu bilden. Ich bin nicht glücklich. Letta hat sich und seine politische Überzeugung verkauft. Ich bin hier, um offen meine Enttäuschung zu zeigen. Enrico Letta ist Vizechef der größten linken Partei in Italien. Gerade mal 46 Jahre blickt er bereits auf eine lange Politikerkarriere zurück. Mehrmals war er Minister und saß auch schon für 2 Jahre im EU-Parlament. Und er ist verwandt mit einem engen Vertrauten von Silvio Berlusconi. Das könnte ihm manch eine Tür im konservativen Lager öffnen. Ex-Premier Berlusconi hat bereits seinen Kooperationswillen bekundet. Vielleicht ein erster Schritt zu einer neuen Koalition. Letta hat es in der Hand, endlich die Regierungskrise in Italien zu beenden.